Hallo und herzlich willkommen zu A wie Angriff, dem Sportmagazin bei MeinTV. Und wir wären nicht A wie aktuell, wenn wir nicht über die sportliche Neuigkeit der Region sprechen würden. Es geht natürlich um den überraschenden Trainerwechsel bei der Viktoria Aschaffenburg. Später ist auch der Neue bei mir, Rudi Bommer. Jetzt aber erstmal Holger Stenger, Vorstandssprecher der Viktoria. Hi Holger, schön, dass du da bist. Hallo, freue mich hier zu sein. Holger, ihr habt den Fans ja letzte Woche eine ganz schöne Überraschung beschert, als es dann auf einmal hieß Trainerwechsel. Wie kam's? Naja, so eine Entscheidung, die fällt einem ja niemals leicht. Also man denkt da schon länger drüber nach, keine Frage, dass es vielleicht nach außen hin dann ein bisschen sehr überraschend ausgesehen hat. Lag vermutlich an uns und an der guten Pressearbeit. Aber nach dem 5-0 dachten wir müssen reagieren. Und wir haben natürlich mit Rudi da eine hervorragende Alternative zur Verfügung gehabt. Haben dann montags noch mal lange Gespräche geführt und haben dann letztendlich den Schritt vollzogen. Also war diese 5-0-Klatsche gegen Nürnberg, war das so der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ihr dann gesagt habt, Slobodan Komjelovic sollte sich jetzt in den Urlaub verabschieden? Ja und nein. Also wir sind dem Slobo zu großem Dank verpflichtet. Der ist mit uns den gemeinsamen Weg gegangen. Wir sind gemeinsam abgestiegen. Wir sind gemeinsam, was wir ihm zu verdanken hatten, letztendlich sofort wieder aufgestiegen. Mhm. Und ich glaube, sowas macht niemand auf der Welt gerne. Wir auch nicht. Und ich bin dem Slobo immer noch sehr dankbar. Aber es haben halt verschiedene Dinge dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir müssten jetzt eigentlich mal, jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, einen Impuls zu setzen, etwas zu verändern. Und es gibt nicht allzu viele Stellrädchen, die man in so einem Gebilde drehen kann. Letztendlich trifft es dann meistens oder fast immer den Trainer. Und bei uns war es in dem Fall dann eben auch so. Ihr habt ja 16 von 34 Spielen ja durch praktisch in der Saison. Wieso war das denn jetzt eben der richtige Zeitpunkt, diesen Schritt zu wagen? Gut, ob es der richtige Zeitpunkt war, das kann ich vermutlich auch erst in ein paar Monaten sagen. Aber wir sind davon ausgegangen und ich bin auch davon ausgegangen, dass jetzt der richtige Moment ist, nochmal vor der Winterpause durchzustarten, nochmal Dinge zu verändern, nochmal einen Motivationsschub herzustellen. Und von daher war es zwangsläufig eigentlich der Zeitpunkt, was jetzt gebracht, da jetzt noch 2 Wochen länger zu warten, nichts. Du hast in dem Interview auch mal gesagt, Slobos Ziele wären unrealistisch gewesen. Habe ich gesagt? Hast du gesagt, ja. Inwieweit gingen denn seine Ziele, waren die anders gesteckt als eure? Eigentlich nicht. Also unsere Ziele waren gleich. Ich glaube, der Slobo hat in einem Interview gesagt, unsere Ziele wären unrealistisch. Aber wir waren alle von Anfang an der Meinung, das einzige Ziel für uns in diesem Jahr kann sein der Klassenerhalt. Mhm. Das ist das einzige Ziel, das wir uns letztlich gesteckt haben. Und das haben wir uns auch weiterhin gesteckt. Der Klassenerhalt ist das A und O der gesamten Runde. Und du und Rudi, ihr seid ja auch befreundet, oder? Ihr kennt euch schon länger, oder? Ja, wir kennen uns schon sehr lange. Schon sehr, sehr lange. Wann hast du denn angefangen, da mal so ein bisschen vorzufühlen, ob er vielleicht Interesse hätte, zu einem geeigneten Zeitpunkt wieder am Schönbusch zu trainieren? Ach Gott, das ist natürlich letztendlich Rudis Entscheidung, ganz klar. Aber wir haben schon öfters mal über Fußball gesprochen. Wer bin ich, um mir nicht den Rat eines derart erfahrenen Freundes zu holen? Und wir haben natürlich auch über Viktoria gesprochen, so wie auch über andere Fußballmannschaften gesprochen haben. Der Peter hat einen sehr intensiven Kontakt mit ihm immer gehalten. Wir kennen uns auch ein bisschen übers Golf, spielen wir auch zusammen manchmal. Und ein Wunschtraum war das immer. Ich meine, ich habe von Anfang an immer gesagt, Viktoria ist ein Verein in der Mitte Aschaffenburgs, so viele Aschaffenburger wie nur geht, da zu involvieren. Mhm. Und da steht der Rudi natürlich, stand schon immer auf der Liste. Nur war es halt in den letzten Jahren nicht möglich. Ihr hattet jetzt am Samstag euer erstes Spiel eben unter Rudis Leitung. Habt ja leider verloren gegen Unterhaching. Bereust du es, dass du ihn geholt hast? Oder gibst du noch eine Chance? Nein, ganz sicher nicht. Gegen Unterhaching ist noch immer ein Gegner, der steht nicht auf unserer Liste, wo wir gewinnen müssen. Das sind Profimannschaften, die haben Etats von weit über 1 Million. Bei Unterhaching ist es auch über 1 Million. Das ist im Grunde im Normalfall zurzeit gar nicht unsere Kragenweite. Die Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Bis zur 70. Minute haben wir geführt, hätten das Spiel gewinnen können oder zumindest ein Unentschieden holen können, dann hatten wir ein bisschen Pech. Es sind Dinge passiert, die vielleicht so nicht passieren sollten, aber um Himmels Willen, das war eine klasse Mannschaftsleistung. Das war eher eine Bestätigung dessen als andersherum.
Und ich meine, der Rudi hat ja letzte Woche Montag ja gleich dann auch das erste Training gehalten. Also viel Zeit war ja da wirklich auch nicht, sich da eben auf die Mannschaft einzustellen. Und umgekehrt wahrscheinlich auch nicht. Also gut, ich schaue ja relativ oft beim Training zu. Es wurde sehr akribisch gearbeitet. Aber das ist eine Frage, die gehört nicht so direkt zu meinem Aufgabenbereich. Das ist eher eine Frage an Rudi selbst natürlich, an Peter Löhr. Das ist jetzt nicht meine primäre Sache, da ein Urteil abzugeben. Könnte ich auch letztlich gar nicht. Dann weißt du was? Dann fragen wir doch nach der Pause Rudi selbst. Und Sie zu Hause, bleiben Sie dran. Wie viel Zeit ein Mensch zum erholsamen Ausschlafen braucht, ist individuell. Aber das geht am besten mit Matratzen und Lattenrosten, die auf Größe, Gewicht und Körperkontur abgestimmt sind. Mit kompetenter Beratung finden Sie in unserem Schlafstudio Ihre individuelle Bettkomplettlösung. Vom Lattenrost über die Matratze bis zum passenden Nackenkissen. Roos Einrichtungshaus, Polstermöbel und Matratzenfabrik in Meinerschaff. Wir stehen auf Sitzen und Liegen. Vorsorge, eine Sorge weniger. Ihre Familie entlasten, wenn Ihre Wünsche festgehalten sind. Ihr Vermögen schonen durch finanzielle Vorsorge. Selbstbestimmen und Verantwortung übernehmen. Ruhe finden, wenn die Belange des eigenen Abschieds geklärt sind. Pietät Wegmann in Aschaffenburg. Mit Herz, Hand und Verstand. Wenn der Mensch den Menschen braucht. Ihre Gedanken drehen sich nur noch um Ihre Immobilie? Sie haben sich das einfacher vorgestellt? Sie dachten, es geht auch ohne Makler? Lassen Sie uns für sich arbeiten. Ob Häuser, Grundstücke oder Wohnungen, wir helfen Ihnen beim Verkauf oder der Vermietung Ihrer Immobilie. Gödert Immobilien. Seit 45 Jahren eine erste Adresse, wenn es um Immobilien geht. Direkt gegenüber Aschaffenburger Hauptbahnhof und in allen Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Aschaffenburg. Bad Füssing. Entspannen, genießen und gesunden. Wohltuende Quellen mit außergewöhnlicher Heilkraft in 3 Thermen. Ein unvergleichliches Gesundheits- und Erlebnisangebot. Bad Füssing. Treffpunkt der Gesundheit. Die Consumenta hautnah erleben. Enbau, Bauen, Wohnen, Energiesparen. Femme, mehr Zeit für mich, alles für die Frau. Games for Families, das Spieleevent für die ganze Familie. Tolle Shows bei Faszination Pferd. Die Consumenta, das Top-Event bis Sonntag, 1. November. Ich brauche, um mir eine Meinung zu bilden, keine Zeitung. Ich möchte auch irgendwie auch überrascht werden mit interessanten Artikeln. Also für mich ist diese ganze Zeitung jetzt auch nicht so was Ernstes. Die wirkliche Wirkung einer Zeitung ist natürlich, dass ein Mensch sich praktisch in der seine Haltung justiert. Dass man sich da auch ein bisschen dran reiben kann. Manchmal wünscht man sich auch tatsächlich irgendwie die Person zu packen und zu sagen, sag mal, was hast du da geschrieben? Hallo, mein Name ist Daniel Persson. Ich bin Abteilungsleiter im Sanitätshaus Gundermann. Wir machen mit bei Lass den Klick in deiner Stadt, weil wir durch unsere mehr als 90-jährige Firmenerfahrung der Meinung sind, dass der persönliche Kontakt am Kunden eine bestmögliche Versorgung jedes Einzelnen ermöglicht. Lass den Klick in deiner Stadt. Eine Initiative von MeinTV aus Leidenschaft für unsere Region. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau. Willkommen zurück zu AWI-Angriff hier aus dem Kunstmann-Studio. Vor der Pause hat sich Holger Stenger von Viktoria Aschaffenburg ja schon zu dem Thema geäußert, das letzte Woche so manchen Fan von den Socken gehauen hat. Jetzt ist der neue Trainer der Viktoria Aschaffenburg bei mir, Rudi Bommer. Hallo Rudi, schön, dass du es einrichten konntest zu kommen. Sag mal, dich mal wieder hier am schönen Busch zu sehen, nach knapp 15 Jahren, neuer alter Trainer, wie fühlt es sich an, wieder hier zu sein? Ich weiß gar nicht, ob das schon so, ist das schon so lange her, weiß ich gar nicht. Ich glaube 2000, sein, oder? Ja, so, ja 2000, ne? Ja. Ja, jetzt haben wir 2015. Genau, ist richtig. Wie die Zeit vergeht. Nee, gut, ich war ja sowieso die ganze Zeit schon in Aschaffenburg, weil ein Domizil ist ja all die Zeit jetzt auch als Trainer. Ich bin jetzt fast 16 Jahre in dem Job immer Aschaffenburg gewesen, weil man weiß ja nie als Trainer letztendlich, wie lange man in einer Station dann arbeiten darf. Das hast du ja nicht mehr selber in der Hand, sondern das ist ja immer fremdbestimmt und von daher ist es immer wichtig, dass du ein Domizil hast.
Aber wie fühlt es sich jetzt eben an, als Trainer wieder auch in der Heimat aktiv zu sein? Ja, schön, es war ja ziemlich spontan, diese ganze Angelegenheit. Also da habe ich eigentlich gar nicht mitgerechnet. Ich meine, ich war mit dem Holger Stenger des Öfteren dann auch mal Golf spielen und auch mit dem Peter Löhr auch mal Kaffee trinken, aber da war nie das Thema so speziell Viktoria Aschaffenburg. Ja, da hat man über all die ganzen Themen, was im Fußball eigentlich herrscht, hat man darüber gesprochen und von daher war das sehr überraschend. Ja, wann kam das denn auf, dieses Thema beim Golfspielen mal? Also, dass es wirklich konkret wurde? Beim Golfen eigentlich gar nicht. Beim Golfen gab es andere Themen letztendlich über Fußball auch. Das sehr viel passiert ja jetzt mittlerweile im Fußball, was auch den DFB betrifft und so weiter. Und mit Trainerbeurlaubung oder wann wird ein Trainer beurlaubt, wann ist der Zeitpunkt? Das waren eigentlich so die Themen. Aber Viktoria Aschaffenburg kam am Montag letzter Woche auf den Tisch, da kam der Anruf. Und dann habt ihr ein paar Stunden später dann die Pressemitteilung rausgeschickt? Nee, zunächst erstmal haben wir uns getroffen um 11 Uhr im Café, der Holger, der Peter und ich. Und haben dann erstmal über die gesamte Situation dann auch mal gesprochen. Weil letztendlich ist es ja dann auch so, ich musste aus meinem Job erstmal raus, weil ich nicht ganz gesund war. Ich hatte letztes Jahr eine OP, die für mich dann sehr positiv verlaufen war von der ganzen Situation her. Und du einfach dann jetzt mal erstmal eine Ehrenrunde drehen musst als Trainer und warten musst, ist auch ganz klar. Und ich auch gesagt habe, ich würde auch ganz gern wieder in den bezahlten Fußball rein. Okay. So, und dann ist man halt eben in den Gesprächen immer näher gekommen, wo man halt gesagt hat, okay, wir machen das zusammen. Jetzt zunächst erstmal bis zum letzten Spieltag vor Weihnachten und dann setzt man sich einfach nochmal zusammen und schaut einfach, ob es überhaupt machbar ist oder nicht machbar ist. Aber Respekt, da wart ihr ja alle sehr spontan und sehr flexibel und habt gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Ja, weil ich kann mich daran erinnern, ich Montag um, ich glaube 16 Uhr, 20 nach 4, glaube ich, habe ich gelesen, ja, Trainerwechsel offiziell. Also da. Nein, es gibt, ja, spontan war das mit Sicherheit, aber wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Ich bin mit dem Peter aufgewachsen, wir kennen uns seit dem 5. Lebensjahr. Wir haben zusammen 6 Jahre in Düsseldorf gespielt und von daher haben wir immer den Kontakt gehabt. Genauso wie mit dem Holger. Ich bin ja mit dem Holger weitläufig um ein paar Ecken verwandt. Ach, das auch noch, okay. Ja, und von daher besteht auch da letztendlich der Kontakt und so ist das Ganze dann auch entstanden. Aber Aschaffenburg ist auch nicht so groß, dass man sich auch nicht mal über den Weg läuft. Ne? Das stimmt. Wir haben jetzt dieses Mal für unsere Sendung so eine kleine Aktion gemacht. Wir haben Leute auf Facebook die Gelegenheit gegeben, Fragen zu stellen an dich. Und da hat zum Beispiel der Holger aus Damm, heißt auch lustigerweise Holger, hat eben gefragt, was hast du die letzten Jahre getrieben? Die letzten Jahre ist gut. Also ich bin jetzt ungefähr 1,5 Jahre raus, wie gesagt. Ja. Ich musste in Cottbus raus, weil es mir gesundheitlich nicht ganz so gut ging. Und davor war ich in Cottbus 3 Jahre. Und ja, das war eine gute Zeit. Und wenn das nicht gekommen wäre, wäre ich vielleicht jetzt noch da. Und die Lisa aus Elsefeld hat auch noch gefragt, wieso tust du dir das nochmal an? Will er es jetzt nochmal wissen? Hat sie geschrieben. Ja gut, ich meine, das ist ein Verein, wo ich ja selber gespielt habe als Kind. Ich habe dann nochmal nach meiner ersten aktiven Zeit in der Bundesliga ja dann bei Viktoria auch nochmal gespielt, bevor ich dann nochmal mit 34 bei der Eintracht nochmal 5 Jahre gespielt habe und dann war ich nochmal Trainer. Das prägt natürlich. Wenn dann so eine Anfrage kommt, kannst du uns behilflich sein. Wir müssen eine schnellstmögliche Lösung finden und man darf ja auch nicht vergessen, so viel Geld ist im Moment ja auch nicht vorhanden bei der Viktoria. Man hat ein Etat von ca. 160.000 Euro. Das ist für die Regionalliga nicht allzu viel. Wenn man die Gegner jetzt mal sieht, was wir zu spielen hatten, wie Nürnberg, wie jetzt Unterhaching, jetzt kommt Ingolstadt, dann Regensburg. Die haben ein Etat weit über 1 Million oder 1 Million. Ja? Und dann kommst du mit dem Etat. Das ist schon nicht ganz einfach. Und von daher ziehe ich vor den beiden sowieso erstmal den Hut, dass sie das so in diese Richtung gelenkt haben. Ja? Und ich meine, das einen Leid, das anderen Freude oder umgekehrt. Ich meine, du hast jetzt die Chance, sag ich mal, dich zu beweisen. Für Slobo heißt es ja, naja, irgendwie wurde er jetzt beurlaubt, zwangsbeurlaubt. Ihr kennt euch ja auch, richtig? Ja, natürlich. Ich habe mit Slobo noch gespielt bei der Eintracht. Habt ihr denn jetzt seit diesem Trainerwechsel irgendwie mal miteinander gesprochen? Ich habe es versucht, ja. Ich habe fast jeden Tag letzte Woche versucht, ihn zu erreichen. Er ist leider nicht ans Telefon gegangen. Ich habe ihm das jetzt ausrichten lassen.
über eine dritte Person, dass es sich einfach melden soll, weil ich das nur für richtig finde, ja, dass man sich einfach als Trainer dann letztendlich auch von seiner Mannschaft verabschiedet. Ja, das macht das man hat er auch gar nicht gemacht. Ich denke, das macht er noch, das wird noch kommen. Manchmal ist es halt vielleicht auch, wenn sowas kommt, der Zeitpunkt sehr überraschend. Man muss vielleicht auch erstmal als Trainer in sich gehen, muss vieles sacken lassen. Vielleicht ist es auch einfach und persönlich vielleicht so ist es auch ganz gut so, dass man sacken lässt und dann vielleicht einen neuen Anlauf nimmt und sagt, ich würde gerne nochmal kommen. Und ich denke, dass er das tut, da bin ich mir sicher. Also macht man das dann auch nicht, dass man wie so eine, sagen wir, so eine professionelle Übergabe macht, so von wegen, also ich habe die letzten Monate das und das gemacht, guck mal bei dem und dem da drauf, dass du dem ein bisschen mehr rennen lässt oder sowas, also dass man sich da so ein bisschen... bisschen austauscht? Natürlich, das kommt auch vor. Wenn man, ich meine, wir haben ja auch in der Bundesliga viermal im Jahr Trainertagung. Wir waren jetzt am 4. und 5. waren wir jetzt auch in Leverkusen Trainertagung machen. Da tauscht man sich natürlich auch mit den Kollegen, die man eigentlich ganz gut leiden kann. Sucht man natürlich dann auch noch anschließend dann eben das Gespräch, um sich auszutauschen, ja, wie man das sieht oder was da vielleicht verkehrt gelaufen ist oder wo ist der Hebel vielleicht auch mal anzusetzen, weil es gibt ja auch Spieler, die dann viel hintenrum machen. Ja, nicht so direkt, sondern viel hintenrum und das ist meistens die Gefahr. Und apropos Spieler, wie hat dich denn die Mannschaft aufgenommen? Ja, ich meine, du hast ja dann gleich hart rangenommen am Montag, ne? Ja, sicherlich. Aber ich meine, das war jetzt nicht meine erste Station als Trainer. Und ich muss mir da auch letztendlich nichts beweisen, weil ich bin jetzt schon 16 Jahre im Profibereich und insgesamt seit 76 in dem ganzen Zirkus drin. Also ich weiß, was ich tue und ich weiß, was ich mache. Und ich habe gesagt, ich muss nicht großartig erzählen, was ich mal gemacht habe. Das können die Jungs heutzutage ja alles wesentlich besser als bei zu unserer Zeit früher. Die können es googeln. Mal googeln, ne? Genau. Von daher bin ich gut aufgenommen worden. Und inwieweit wird sich denn deine Strategie jetzt in Zukunft von der von Slobodan Komjenović unterscheiden, wenn sie das denn tut? Ich habe ja Anhaltspunkte. Du hast immer als Trainer gewisse Anhaltspunkte. Das heißt, eine Tabelle lügt letztendlich ja nicht. Ja, du hast, ich bin der Meinung... Platz 15, ne, aktuell. Du hast sicherlich, du stehst unten mit drin. Du musst auch gucken, dass du den, ich sag mal, Abstiegskampf aufnimmst, ja, dass du da dagegen hältst und da auch die Nerven behältst vor allen Dingen. Aber du hast 22 Tore erzielt. Das ist so ein gesundes Mittelmaß. Aber du hast 30 Gegentore bekommen. Ja, jetzt 32. Mhm. Wir haben ja jetzt zwei auch nochmal kassiert. Genau. Ja. Und da musst du ansetzen, weil mit Greuther Fürth sind wir die zweitschlechteste Mannschaft, ja, die meisten Tore kassiert hat. Und das war der Hebel. Und vor allen Dingen bei Standardsituationen, sprich bei Eckbällen, Freistößen, waren die Jungs immer nicht sortiert, haben sie gepatzt. Mhm. Das sind so Anhaltspunkte, wo du dann eben aufnimmst als Trainer und dann halt eben guckst, wie dann das erste Spiel läuft. Das ist jetzt passiert. Ja, und dann können wir schon an gewissen Dingen weiterarbeiten. Wie schätzt du denn die Mannschaft im Moment ein? Also was hast du da für ein Gefühl? Wie stehen die Jungs im Moment da? Die Mannschaft war sehr, sehr willig, bin ich ganz ehrlich, auch im Training. Mhm. Weil es war nicht leicht. Wir haben jeden Tag trainiert, wir haben den freien Tag gestrichen gehabt, um einfach die Jungs schnellstmöglich kennenzulernen. Das ist immer ganz wichtig für mich, weil so gut kannte ich es nicht. Ich habe ein paar Spiele sicherlich gesehen, ja, zu Hause, vor allen Dingen gegen Bayern und gegen meine alte Mannschaft Wacker Burghausen. Da konntest du dir dann schon dann so ein bisschen Eindrücke dann vermitteln und die dann auf dem Platz dann umsetzen. Ich muss sagen, das, was ich vorgegeben habe, haben die Jungs wirklich 75 Minuten lang richtig gut umgesetzt. Und von daher ist es echt schade. Ja, und über den Rest des Spiels reden wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran, hier bei AWI Angriff. Da sind wir wieder bei AWI Angriff, dem Sportmagazin bei MeinTV. Heute dreht sich alles um die Viktoria und um den Wechsel auf der Trainerbank. Rudi Bommer ist bei mir, der alte neue Trainer, und Holger Stenger, Vorstandssprecher der Viktoria.
Holger, wie waren denn die Reaktionen der Fans? Also Rudi hat ja schon erzählt, die Mannschaft hat ihn toll aufgenommen. Ich nehme an, ihr habt ihn auch herzlich aufgenommen. Slobo hat sich noch nicht geäußert. Wie waren denn die Reaktionen der Fans eben? Die Reaktionen der Fans waren überwiegend positiv. Gibt es auch den einen oder anderen, der auf Facebook oder ähnlichen Communities ein bisschen einen eigenartigen Kommentar losgelassen hat. Aber ich sag mal, 85-90% waren überwiegend positiv. Und die meisten Posts sind dann halt, Rudi, du schaffst es, Rudi, mach das, ihr schafft es. Ich denke, wir haben auch ein bisschen Vertrauen aufgebaut in den letzten Jahren. Auch wenn es vielleicht für viele so ausgesehen hat, es war eben definitiv kein so ein unbedingter Schnellschuss. Letztendlich ist es mit dem Rudi vielleicht schon, aber Entscheidungen reifen, wie sie dann ausgehen, das weiß man vorher nie so genau. Aber ich glaube, wir haben da einiges an Vertrauen aufgebaut und das versuchen wir natürlich auch zu erfüllen. Und es werden die Fans euch ja sicherlich dann auch in Zukunft weiter entgegenbringen? Ich denke schon, ja. Das können sie natürlich auch am Samstag zeigen beim Heimspiel. Da jede Stimme ist wichtig, damit wir eine entsprechende Stimmung haben. Und das ist natürlich auch für die Sponsoren wichtig zu sehen, dass viele Zuschauer da sind. Dann macht es auch ein bisschen mehr Sinn, vielleicht einen neuen Vertrag abzuschließen. Bevor wir aber über das Spiel gegen Ingolstadt am Samstag sprechen, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem Spiel am Samstag. Rudi, du hattest ja getönt, die Aktion Punkte für den Winterschlaf. Hat ja, habe ich das gesagt? Ja, hattest du. Okay. Habe ich sogar schwarz auf weiß gelesen. Was meinst du oder wie willst du diese Aktion umsetzen überhaupt? Ja, zunächst einmal haben wir ja ein ganz schweres Programm. Man darf nicht vergessen, man muss ja Nürnberg noch dazu rechnen. Mhm. Ja, dann hast du jetzt Unterhaching gespielt, du hast Ingolstadt, du hast Regensburg. Das ist schon hintereinander schon ein heavy Programm. Das sind alles Clubs, wo Spieler mit Perspektiven letztendlich auch in die Bundesliga gehen, ja, die eine hohe Qualität haben. Und da muss ich sagen, da haben die Jungs das, finde ich, richtig, richtig gut umgesetzt. Das, was ich jetzt in den paar Tagen versucht habe, reinzubekommen, gerade im Mittelfeld, das Pressing dann eben zu organisieren, drauf zu gehen. Und das hat ja gezeigt, dass die Jungs da richtig gut mitgemacht haben. Wir waren ja einzeln in Führung. Genau, ja. Hatten auch nochmal eine 100%ige Chance. Wir haben sie nur nicht über die Linie gebracht dann zu dem Zeitpunkt, sonst hätten wir schon 2-0 geführt. Haben aber dann in der zweiten Halbzeit, insbesondere dann gerade nach dem Gegentreffer, der sehr unglücklich war, weil es ein Querschläger war in der Luft, dann hat man einen Mann hinten am 16er angeschossen, der dann eben durch war, legt den Ball quer und es ging zum 1-1, also es war ein sehr unglückliches Tor, was die Mannschaft kassiert hat. Das Zweite, da muss man sagen, da hat die Mannschaft dann schon so langsam ein bisschen Lufthunger bekommen. Also da hat sie konditionell schon nachgelassen. Und da ist natürlich auch ein Ansatz. Wollte ich gerade sagen, so wie ich dich einschätze, da willst du jetzt da ein bisschen den Hebel ansetzen. Ne? Aber der erste Hebel, der schon mal funktioniert hat, das ist, dass man eben bei Standardsituationen, sprich Eckbällen oder Freistöße von der Seite, dass du da in der Luft wirklich richtig gut dabei warst, wo sie ja doch am Anfang sehr viele Tore kassiert haben und sind immer in Rückstand geraten. Und da muss ich sagen, da waren sie sehr konzentriert. Wenn wir das jetzt noch über 90 Minuten machen, ja, dann habe ich auch keine Bedenken, auch gegen Ingolstadt nicht, auch mit dem hohen Material, was sie haben. Und ihr hattet ja auch einen recht prominenten Zuschauer, Holger. Felix Magath war ja da und hat zugeschaut, gell? Ja. War das Zufall oder? Na, so wirklich Zufall war es natürlich nicht. Ich meine, er wohnt da. Er war das Spiel vorher, freitags, den Spieltag in der Bundesliga, war er in Hoffenheim und hat sich seinen HSV angesehen. Und wir haben jetzt seit einigen Wochen, ich sag mal, einen relativ intensiven Kontakt. Er ist nach wie vor sehr interessiert an der Viktoria. Er versucht uns auch durch Rat und Tat zu helfen. Und ich bin natürlich überaus dankbar, dass ein Mann wie der Felix Magath sich da zur Verfügung stellt. Und er wusste noch nicht, ob er es schafft, samstags rechtzeitig. Dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ich schaffe das, du, treffen wir uns irgendwo. Und dann haben wir uns eben gemeinsam das Spiel angesehen und ich habe ihn dann noch zum Rudi gebracht. Die beiden haben dann noch ein bisschen miteinander geschwatzt und wir haben dann eben am Bus vor der Heimfahrt noch, also die beiden haben gefachsimpelt, ich habe ein bisschen daneben gestanden und zugehört und er ist sehr interessiert daran, nach wie vor, ist ähnlich wie bei uns allen, Aschaffenburg ist seine Heimatstadt. Er hat auch lange für die Viktoria Fußball gespielt, die Viktoria hat ihm immer am Herzen gelegen und liegt ihm auch weiterhin am Herzen und ich bin eigentlich sehr froh, dass wir ihn um Rat fragen können und dass er uns da helfen kann. Hat er denn, also war er vielleicht dann auch so ein Schräubchen in dieser ganzen Vorgeschichte, die letztendlich zum Trainerwechsel geführt hat? Ich stelle jetzt schon lustige Fragen.
Ja. Herr Wieler, willst du was rauskitzeln? Naja, ich hab mich ein paar Mal mit ihm unterhalten. Wir haben uns ein paar Mal getroffen und wir haben auch darüber gesprochen. Der Felix hat mir seine Meinung dargelegt. Und das war sicher ein Punkt, worüber ich auch nachgedacht habe, keine Frage. Aber was er da jetzt genau gesagt hat, das war natürlich ein, ich sag mal, 4- oder 6-Augen-Gespräch und das wird es auch bleiben. Okay, dann bohre ich ein bisschen weiter. Genau, ihr beide kennt euch ja schon ewig. Hast du vielleicht jetzt auch so ein bisschen, Holger, so dir gedacht, ach, den Rudi, den müssen wir jetzt mal wieder von der Couch runterholen? Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass der auch nochmal hier aktiv wird. Das habe ich ja schon. Ja, wir haben uns ja öfters mal gesehen. Wir haben mal zusammen Herrengolf gespielt oder wir haben uns bei anderen Gelegenheiten getroffen und da haben wir natürlich darüber geredet. Nicht über den Job bei Defekteure, sondern einfach, was machst du, was sind deine nächsten Ziele und so. Und gut. Ja, sprich weiter. Und ich freue mich natürlich unglaublich, dass er da jetzt in unserem Team ist. Es ist ja auch nicht, nur Peter Löhr und ich, es können ja noch zwei andere, Marion Münzen, der Stefan Sickenberger dazu. Und wir sind da alle in sehr engem Austausch miteinander. Und der Rudi passt da eben rein wie die berühmte Faust aufs Auge. Aber du hast gerade Ziele angesprochen. Rudi, was ist denn das Ziel, also jetzt für diesen Samstag und eben für die Zeit, die du bei der Viktoria auf jeden Fall jetzt noch fest da bist? Ja, zunächst erstmal, ich meine, das weiß ja auch jeder, denke ich, hier in Aschaffenburg, dass der Klassenerhalt das Wichtigste ist erstmal. Man ist aufgestiegen, da musst du halt immer gucken, dass du auch dann dementsprechend auch die Leute bekommst, der Etat ist klein und dann kann es wirklich nur heißen, Klassenerhalt letztendlich. Das ist das Ziel, was ausgegeben ist, ja, und daran arbeiten wir. Und das, wenn das so schnell wie möglich ist, ist es natürlich umso besser. Wir haben Brocken vor der Haustür, was ich den Jungs ja auch gesagt habe. Es gibt doch nichts Schöneres, im Moment wie eine Plattform zu bekommen, wie gegen Nürnberg, Unterhaching, Ingolstadt, Regensburg zu spielen. Weil es ist doch jeder Fußballer möchte doch eine gewisse Plattform haben. Und das ist eine Plattform, sich mit Spielern zu messen, die in die Bundesliga wollen bei diesen Clubs. Ja, vielleicht hat der ein oder andere ja auch Viktoria-Spieler ja auch gewisse Gedanken noch und möchte nochmal eine Station höher spielen oder zwei. Also kann ich da alles dafür tun, dass ich dann letztendlich meine Leistung abrufe, um dass man letztendlich auch die Punkte hier in Aschaffenburg lässt. Und dass du die Jungs auch auf diesem Weg vielleicht ein bisschen vorbereitest? Nein, natürlich mache ich das. Es ist natürlich nicht so einfach, weil wenn du im Profibereich arbeitest, dann kriegst du meistens eine DVD oder kriegst du das schon rübergespielt auf deinen Computer und dann kannst du die Spiele einsehen. Hier in der Regionalliga schon, da musst du in YouTube rein und musst dann die Spiele 10 raussuchen, musst gucken, wie letztendlich auch die Mannschaft dann da auftritt vom Gegner. Das mache ich natürlich, dann sitzt du halt ein bisschen länger, sitzt du halt immer dran 3 Stunden, 4 Stunden an so einer Sache und ja, dann passt es und dann kannst du jedenfalls die Mannschaft sehr gut einstellen. Das haben wir auch gemacht in Unterhaching. Und du hast ja auch vorhin gesagt, also jetzt erstmal bis zur Winterpause bist du da. Ist das ein definitives Ja? Nein? Was passiert danach? Also ich muss ja mal dazu sagen, arbeiten kannst du immer. Also es liegt immer was auf dem Schreibtisch, wo du arbeiten kannst als Trainer. Im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, sind ausländische Sachen da gewesen und wo ich eigentlich absolut nicht ziehe. Okay. Ob das jetzt Kasachstan ist, Aserbaidschan oder was weiß ich, Rumänien, das sind alles so Sachen, die dann einfach dann reinkommen auf deinen Schreibtisch. Wie jetzt als letztes noch, bevor ich bei der Viktoria angefangen habe, Griechenland, das sind alles so Sachen, wo ich dann sicherlich mal reinschaue. Aber das war es dann schon, weil ich jetzt nicht so, glaube ich, der Typ bin, der, ich sag mal, ins Ausland dann nochmal wandert, weil das war ich schon als Spieler nicht und da hatte ich auch etliche Angebote. Du bleibst der Heimat treu. Wir sind leider am Ende der Sendung angekommen. Bleib schön da. Ich hoffe auch, dass die, liebe Zuschauer, unserer Viktoria treu bleiben. Kommen Sie am Samstag zum Spiel gegen Ingolstadt und zeigen Sie dem Rudi, dass er da bleiben soll. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.